Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem neuen Format namens Daily Fact. Wie der Name schon sagt, wird es in diesem Format jeden Tag ab jetzt, dem 1. Oktober, hoffentlich, also ich hoffe mal, dass ich das so hinbekomme, ein Video geben, in dem ich euch eine Fakt, ein Lifehack, ein Pro-Tipp, ein Tipp, ein Trick, irgendwas von einer Art mitteile. Also es kann was aus der Welt sein, muss ich halt aufpassen, dass mein Video dann nicht anzeigefreundlich wird. Das mit den neuen YouTube-Regeln, die ja hoffentlich, oder zum Glück, also wenn das Video rauskommt, hoffentlich bei uns noch nicht gelten, weil ich das gerade am 9. September aufnehme, aber das ist eine andere Sache jetzt. Also aus dem Weltgeschehen, aus dem Mittelalter oder einfach Lifehacks, wie gesagt, können das sein, was ich hier euch mitteile. Und einfach Tipps und ich würde sagen, ich fange auf mal an und ihr werdet dann schon in den kommenden Folgen so mitbekommen, was das so wird. Also aus allen Bereichen, aus Gaming und ich würde sagen, let's go. Das hier ist also nun der allererste Fakt, beziehungsweise das ist ein Tipp eigentlich, aus dieser Serie. So, wir fangen mal an. Also es geht über Goldfische. Beziehungsweise darüber, wie ihr Goldfische halten solltet oder wie es andere falsch gemacht haben. Und zwar erzähle ich euch mal eine kleine Story, die ich hier im Internet gelesen habe. Ich weiß, im Internet stehen viele falsche Stories und viel Bullshit steht im Internet, aber diese hier klingt ziemlich real. Und zwar hat ein Designer auf alle Tische im Restaurant mal ein Glas, also so ein Goldfischglas, ne, mit jeweils zwei Goldfischen aufgestellt. Und an den Wänden im Restaurant hängen auch Halbkugeln mit, die halt Goldfischgläser darstellen, wo halt Wasser drin ist, am Boden ein bisschen, ne, so Sand oder so. Und ansonsten gar nichts, nur halt zwei Goldfische. Jeden Morgen wurden tote Goldfische durch neue ersetzt in diesem Restaurant. Auch im Fernsehen sieht man immer wieder Goldfischgläser einzig und allein zur Dekoration. Also wirklich, es sind einfach Goldfischgläser, die in einem Zimmer stehen, mit einem Goldfisch drin, und das ist nur zur Dekoration. Also es wird überhaupt nicht auf die Gesundheit des Goldfisches geachtet. Was wirklich sowas von Tierquälerei ist, ich würde schon was sagen, Tierquälerei auf unterstem Niveau. Die Tiere werden durch ihre Versorger eigentlich nicht mehr als lebende Wesen gesehen und behandelt, ungeachtet, dass Fische sehr feinfühlige Tiere sind, also die merken sehr kleine Sachen schon. Ja, Goldfische können mit guter Versorgung eigentlich bis, also 20 bis 40 Jahre alt werden. Aber in den engen Schalen, also in diesen Goldfischgläsern, leben sie meistens, und das ist auch echt traurig, nur ein paar Tage, beziehungsweise, wenn es gut läuft, ein paar Wochen. Ja, und jetzt habe ich euch die Story noch gar nicht richtig erzählt, ne? Also in dem Restaurant auf jeden Fall kamen immer die Besucher Tag für Tag und die haben dann ihre Bierreste einfach in das Goldfischglas gekippt. Ja, wie kann man sowas machen? Oder wenn sie geraucht haben, einfach die Zigarette im Goldfischglas im Wasser ausgedrückt oder einfach Zigarettenstümmel reingeschmissen. Ja, als wäre das einfach bloß Dreck. Als wäre das einfach bloß ein, ne, Deko-Fisch. Ja, der hat auch keine Gefühle oder so. Ja, und da kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Also, ja, wenn man jetzt das Restaurant besitzt und dann wirklich Tag für Tag die Goldfische, die toten Goldfische durch neu ersetzt, dann sollte man sich wirklich mal Gedanken darüber machen, was für ein Tierquäler man eigentlich ist, denn man sieht ja, dass da jetzt Bier reingekippt wurde, beziehungsweise man riecht es und man sieht einfach, dass die Goldfische Tag für Tag sterben. Also wieso sollte man, also ja, in China ist eh alles Dreck, ne, jedes Tier ist egal, jedes Tierleben ist wurscht, und unter euch gibt es vielleicht auch ein paar, ich weiß ja nicht, die Tiere einfach als Dreck behandeln. Mein Gott, ist halt ein Fisch, der ist gerade gestorben, so wie wir es Menschen auch tun, so denken da manche. Würde ich jetzt allerdings nicht so sehen, aber schreibt mir mal eure Meinung darüber. Ja, also in so einem Goldfischglas, wenn es gut geht, 10 bis maximal 15 Liter Wasser. Allerdings braucht ein Goldfisch schon mindestens 250 Liter Wasser zum Leben. Die kleine Wasser, also die viel zu kleine Wassermenge in diesem Goldfischglas, hat zur Folge, dass das Wasser einfach viel zu schnell schmutzig wird. Wie zum Beispiel, wenn man halt Bierreste reinkippt oder auch wenn man es im Zimmer stehen hat, ne, Staub fliegt da rein. Und es ist viel zu wenig Wasser, also es wird viel zu schnell schmutzig und auch viel zu schnell warm. Das braucht jetzt bloß am Fensterbrett stehen und die Sonne drauf scheint, das ist sofort warm. Wobei, wenn man jetzt halt 250 Liter Wasser hat, ne, dann braucht es natürlich viel länger, bis es warm wird und bleibt daher eher kühl.
Ja, natürlich auch durch die Form des Fischglases ist die Wasseroberfläche relativ gering und dadurch auch der Sauerstoff im Wasser relativ niedrig, was dem Goldfisch das Leben sehr schwer macht, genau. Ja, und hier mal so eine kleine Backstory aus der Vergangenheit. Vor ungefähr 1000 Jahren begonnen die Chinesen mit dem Züchten von Goldfischen. Am Anfang wurden sie noch in Teichen gehalten, später wurden sie dann in großen Schalen gelagert und im Laufe der Jahrhunderte wurden die Goldfische in unzähligen Formen gezüchtet. In der ganzen Welt verbreitet und stets populärer. Jährlich werden weltweit hunderte Millionen Goldfische gezüchtet. Allein in den Niederlanden werden pro Jahr 5 bis 10 Millionen Goldfische verkauft. Und daraus kann man natürlich ableiten, dass den Tierchen kein langes Leben gegönnt ist. So, und wie können wir jetzt dafür sorgen, dass Goldfische nicht mehr in diesen Gläsern gehalten werden? Also zuallererst müssen die Eigentümer von Goldfischen natürlich erstmal ein normales Aquarium kaufen, was so ungefähr 100 x 50 x 50 cm groß ist, mindestens 250 Liter Wasser fasst und so 15 bis 20 cm lang ist. Oder man kann sie natürlich auch in einen Teich im Garten rein oder leben lassen, ne? Ja, so ein Aquarium ist zwar etwas teurer als ein Goldfischglas, aber sagen wir ehrlich, wenn man jetzt den Tieren, also den Goldfischen, ein gutes Leben gewähren kann, dann ist man einfach selber als Mensch auch normalerweise als normaler Mensch viel besser drauf und kann sich viel länger an den Goldfisch natürlich freuen, weil er einfach viel länger lebt. Und man ist auch kein Tierquäler. Und da kann man auch stolz dann drauf sein, wenn man ein Tier richtig hält, ne, wie sie es gehört. Viele Menschen denken auch, nur weil diese Fischgläser im Fachhandel angeboten werden, müssen die auch artgerecht sein, ne, diese Fischgläser und auch gut für die Fische, ne, denken viele. Ja, allerdings bieten die das einfach an, ja, die bieten einfach das an, was sie bekommen. Denen ist es egal, ob das gut für die Fische ist oder nicht. Oder Zoofachgeschäfte machen das gleiche, die bieten auch Goldfischgläser an und die müssen auch erst darum, man muss die auch erst darauf ansprechen, die Fachgeschäfte, dass sie das dann eventuell aus dem Angebot nehmen, diese Goldfischgläser. Ja, liebe Leute, und jetzt noch, um das Ganze abzurunden, hier mein Fazit. Also wenn ihr euch irgendwelche Haustiere für zu Hause kauft, dann schaut erstmal, dass ihr die nötige Ausrüstung für die auch habt. Zum Beispiel für Goldfische ein Aquarium, mindestens ein Aquarium. Ja, Teich wäre natürlich optimal. Wenn ihr euch so ein Equipment oder so eine Ausrüstung oder so Lebensraum für die, wenn ihr den nicht beschaffen könnt, den richtigen, den nötigen, was sie brauchen, um anständig zu leben, dann kauft euch oder schafft euch bitte keine Haustiere zu. Das ist mein Fazit zu diesem Thema. Gut, Dankeschön erstmal fürs Zuschauen von dieser ersten Folge von Daily Fact. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, eure Meinung auf jeden Fall zu diesem Thema ist gerne angesehen. Ich weiß, es ist ein bisschen länger geraten. Ich glaube, ja, vielleicht schon an die 10 Minuten. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen abkürzen. Ja, ich denke mal, die wenigsten oder fast keiner oder gar keiner wird mir bis hierhin schauen. Deswegen hört mir jetzt eigentlich eh keiner mehr zu. Aber wenn mir noch wer zuhört oder ja, vielleicht habt ihr auch einfach nur bis hierhin zum Ende gespult, um zu sehen, was ich am Ende sage oder so. Ist Schwachsinn. Ja, wenn jetzt noch irgendwer zuhört, dann schreibt Hashtag YOLOBANANE in die Kommentare. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, dann würde ich sagen, morgen hoffentlich die nächste Folge von Daily Fact. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. 16 Uhr und macht's gut. Ciao.